Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Munde TV. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Stellen Sie sich vor, Sie können Ihren Alltag nicht mehr so bewältigen, wie Sie es gewohnt sind. Vielleicht erschwert eine Krankheit Ihr Tun oder ein Unfall. Gründe gibt es viele, warum wir auf Unterstützung angewiesen sein können. Wenn es zum Beispiel darum geht, den Haushalt zu schmeißen oder einkaufen zu gehen. Und genau da kommt Elisabeth Mader mit ihrer mobilen Heimhilfe ins Spiel. Grüß dich, Karl. Hallo. Karl ist 96 Jahre alt und freut sich immer sehr, wenn sie kommt. Die Telferin Elisabeth Mader. 2018 schließt sie ihre Ausbildung als Heimhilfe beim Gesundheitspädagogischen Zentrum Innsbruck mit Erfolg ab. Jetzt hat sie sich mit ihrer mobilen Heimhilfe Elisabeth selbstständig gemacht. Ich habe viele Kunden, die eben sehr viel allein sein und dann komme ich zum Beispiel auf Kaffee und Kuchen zu ihnen. Oder wir fahren irgendwo hin, machen einen Ausflug, was sie sonst nicht machen würden, weil sie erstens nicht Auto fahren können. Und zweitens, weil sie sich auch nicht mehr so gut orientieren können. Ich nehme sie mit meinem Auto, hole sie ab, die Kunden, dann gehen wir gemütlich einen Kaffee trinken oder machen einen netten Ausflug und gehen auch mit den Hunden spazieren und das ist ganz wichtig, weil das ist ein bisschen ein Anreiz, dass die Leute auch rausgehen, weil sie sagen, ja, der Hund muss ja auch Gassi gehen. Ja, das ist natürlich sehr viel wert. Es sind aber nicht immer nur Menschen, die aufgrund ihres Alters Hilfe benötigen. Es sind immer öfter auch Personen, die wegen einer Krankheit nicht mehr alleine zurechtkommen. So wie Gabriele. Sie ist wegen ihres Handgelenksbruchs froh um jede Hilfe. Elisabeth hilft bei Einkäufen und bei anderen Besorgungen, führt Hausarbeiten und Reinigungstätigkeiten durch. Bei mir ist es mehr so Leistung von Gesellschaft, spazieren gehen, einkaufen, Unterstützung im Haushalt, so Begleitung beim Arzt, bei Friseurterminen, Behördengänge generell. Ich mache nur Unterstützung bei der Körperpflege, generell Unterstützung im Alltag. Zum Beispiel auf Anweisung vom Arzt darf ich zum Beispiel diverse Cremen eingremen. Aber das muss halt der Kunde schon selber bestimmen können. Also jemand, wo wirklich pflegebedürftig ist, das darf ich nicht machen. Oft schätzen die Betroffenen aber einfach nur die Gesellschaft der jungen Telferin, wenn Elisabeth sich Zeit für sie nimmt und ihnen zuhört. Also mir tun die Leute sehr persönliche Dinge erzählen, sehr vertrauenswürdige Erzählungen. Und das finde ich halt schon sehr toll, dass mir die Leute auch so vertrauen. Und ich bin da mehr eigentlich eher so eine Freundin als wie eine Betreuerin, sage ich jetzt einmal. Also mehr so Assistentin, Freundin, so ja. Elisabeth ist auf Wunsch aber auch nicht alleine unterwegs. Dann begleiten sie ihre Hunde Stella und Tara. Zwei sehr geduldige Tiere aus dem Tierschutz, die die Ausbildung zum Begleithund haben. Also die Verbindung, was ein Hund zum Menschen herstellen kann, die kann ich gar nicht herstellen. Also ich habe auch viele Kunden, die eine geistige Behinderung haben oder schon in einer schweren Lebenssituation sein, wie zum Beispiel Krebserkrankung. Und da ist einfach ein Tier ganz andere Verbindung, als wie ich jetzt als Mensch. Beziehungsweise ist mir auch aufgefallen, dass sehr viele Leute auch gerne ein Haustier hätten. Und ich wollte immer schon einen eigenen Hund haben. Nur ich habe mich halt selber wegen der Arbeit habe das nicht können. Und wo ich dann selbstständig geworden bin, haben dann Leute gesagt, ich hätte so gerne einen Hund, ich habe früher ein Haustier gehabt. Jetzt habe ich das nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, nein, wenn ich den eh mitnehmen darf, den Hund, bei allen Kunden ist das sogar der Fall gewesen. Damals noch, es ist natürlich nicht immer eine Pflicht, dass ich den Hund mitnehme, aber damals war es auf jeden Fall so und es war eine Riesenfreude für die Kunden, dass ich den Hund dann mit zu ihnen nach Hause nehme. Ganz egal, ob über einen längeren Zeitraum oder nur für ein paar Wochen, Elisabeth bietet ihre Unterstützung stundenweise an. In ihrer Arbeit ist sie auch mit schwerstkranken oder sterbenden Menschen konfrontiert. Hier versucht sie, auf die spezielle Situation und die Bedürfnisse der Menschen bestmöglichst einzugehen. Das auf jeden Fall, aber da ist halt für mich selber wichtig, dass ich die Kunden derzeit begleite, weil es für mich ist das ja einfach, die Situation, und für die Leute ist es halt schwierig und ich unterstütze sie einfach da bis zum Schluss. Also das ist für mich kein Problem. Es ist halt nur so, wenn eben jemand in einer schwierigen Lebensphase ist, will man den Kunden natürlich ein bisschen vorziehen und haben natürlich schon auch oft einmal mit den Kunden, mit den anderen fixen Kunden ein bisschen zum Verschieben, weil es oft Notsituationen sind auch. Gell? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Kundin ein Herzproblem hat, das was
einmal vorkommen kann oder irgendwelche anderen schwerwiegenden Probleme noch, muss er natürlich den restlichen Tag absagen und für die Kundin dann da sein und begleitet sie dann auch ins Krankenhaus. Bitte, ja. Karl. Tschüss. Elisabeth erleichtert den Menschen nicht nur das Leben zu Hause, sondern hilft ihnen auch, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und beugt so vor, dass die Menschen vereinsamen. Die aktuellen Meldungen aus